Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht es um Fußballzangen. Wir starten rein mit dem Video. Let's go! Leute, ihr könnt schon am Titel sehen, heute gibt es nochmal ein neues Fußball-News-Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wenn euch das Video heute gefällt, lasst doch gerne ein Like, Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und tretet gerne meinem kostenlosen Discord bei, Link dazu in der Videobeschreibung. Aber jetzt würde ich sagen, geht es los mit den einzelnen Fußball-Thematiken. Und ja, heute gibt es wieder einige Transfer-News, einige Transfer-Gerüchte noch. Ja, da geht es heute wieder drauf ein. Dann gehen wir mal auf die U21 drauf ein, die leider gestern wieder verloren haben. Da gibt es gleich mal mein Statement noch zu. Und ich würde sagen, es geht los mit der ersten Fußball-News. Und zwar ein Transfergerücht, das jetzt bevorsteht, ist, dass Guardiola angeblich für 100 Millionen Euro nach Manchester City wechseln soll. Und somit wäre er dann der teuerste Abwehrspieler, den es zurzeit gibt. Wir können uns gerne mal Guardiola angucken, der spielt ja aktuell noch bei Leipzig, Marktwert ist 75 Millionen und wenn er wirklich für 100 Millionen wechseln kann, dann ist das ein kranker Deal, den Leipzig dann gemacht hat auf jeden Fall. Ja, aktuell 21 Jahre alt, 1,85 groß, hat letzte Saison 30 von 34 Spielen absolviert und ein Tor gemacht, zwei gelbe Karten geholt. Also es ist wirklich echt ein krasser Spieler, den Man City dort holen möchte. Und ja, wenn Man City das schafft, denke ich, haben die auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr nicen Innenverteidiger für nächste Saison. Und dann können die eventuell auch wieder ins Champions-League-Finale am Ende einziehen. Und ich denke, die Liga würden die nächstes Jahr auch wiederholen. Das ist auch, denke ich, meine Meinung dazu. Weil, wer soll da angreifen? Liverpool letztes Jahr komplett verkackt. Ich denke, nächstes Jahr wird es nicht viel besser. Chelsea hat letztes Jahr auch komplett verkackt. Ich denke, auch bei denen wird es nicht viel besser werden. Und Arsenal und so haben einfach nicht die kranken Namen dazu, um City von der Spitze zu verdrängen. Deswegen denke ich auch, nächstes Jahr wird City wieder die Meisterschaft in der Premier League holen. Und somit hätten die wirklich einen Back-to-Back-Win geholt, beziehungsweise einen Back-to-Back die Meisterschaft geholt. Und dann wird es auch dort, könnte es eventuell auf die Jahre hin auch langweiliger werden, wie in der Bundesliga. Eventuell kann Liverpool natürlich noch ein paar Transfers tätigen, die natürlich dort dann angreifen können. Chelsea glaube ich persönlich eher nicht, dass sie nächstes Jahr dann nochmal mitspielen können. Die müssen erstmal überhaupt hoffen, dass sie in die Champions League kommen. Da sehe ich im Moment nämlich auch schwarz, weil da gibt es nämlich gleich auch nochmal eine Transfer-News. Ja, genau. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit Luka Modric. Ja, der hat jetzt verlängert bei Real Madrid. Da gab es ja auch einige Gerüchte, dass er nach Saudi-Arabien wechseln soll. Das ist am Ende nicht über die Bühne gelaufen, sondern er hat verlängert nochmal bei Real Madrid. Und ich finde wirklich geisteskrank, wie der Kader jetzt nächste Saison aufgestellt ist. Toni Kroos hat ja auch vor kurzem noch verlängert. Bellingham ist von Dortmund dorthin gewechselt. Modric im zentralen Mittelfeld. Also der Kader von Real Madrid ist nächstes Jahr wirklich mindestens mal so stark aufgestellt wie der von Man City. Und vielleicht wird es dann nochmal ein Finale Man City gegen Real Madrid. Man muss mal gucken. Natürlich muss man auch auf die Gruppenphasen, auf das Achtelfinale und sowas erstmal drauf achten, dass die halt am Ende nicht gegeneinander spielen, sondern dann eventuell halt im Finale. Aber ich glaube, Real Madrid kann nächstes Jahr Barcelona auch nochmal von der Spitze verdrängen. Weil was die jetzt für einen Kader haben mit Jude Bellingham, mit Kroos, mit Modric, vorne drin auch nochmal Vinicius Junior in der Verteidigung, David Alaba, Rüdiger im Tor Courtois. Also das ist ja wirklich ein geisteskranker Kader. Und ich glaube, dass sie nächstes Jahr auch wieder die Meisterschaft dort holen werden. Ja, dieses Jahr ist es ja Barcelona geworden. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird Barcelona keine Chance mehr haben. Ja, dann geht es weiter mit einigen Transfergerüchten beziehungsweise auch einigen Transfers, die jetzt schon über die Bühne gelaufen sind, ist, dass einmal Koulibaly in die saudi-arabische Liga wechseln wird. Eduard Mondi wechselt auch fast zu 100% dorthin, beziehungsweise ist auch schon relativ bestätigt, dass der auch hinwechseln wird in die saudi-arabische Liga. Und auch Hakim Ziyech und Brozovic sollen nun dorthin wechseln in die saudi-arabische Liga. Dann gab es natürlich noch weitere Gerüchte, wie Griezmann, die dorthin wechseln sollen.
Ja, meine Meinung steht dazu. Ich finde es nicht geil, wie der Fußball von der Liga kaputt gemacht wird. Früher sind halt wirklich die älteren Spieler, Koulibaly ist ja noch nicht mal so alt, sondern wirklich dann die älteren Spieler so ab 35 oder so in die MLS gegangen, haben dort nochmal ein paar Jahre verbracht oder sind nochmal in die Bundesliga zurückgegangen bzw. dorthin gewechselt. Das hat natürlich dann auch den deutschen Fußball ein bisschen nach vorne getrieben. Aber so wechseln wirklich jetzt einige Spieler in die saudi-arabische Liga. Und wo bei mir auch wirklich die Problematik, wo ich die halt sehe, ist, dass wenn wirklich alle Superstars in die saudi-arabische Liga wechseln, werden irgendwann keine Champions League, in der Champions League keine guten Spieler mehr spielen. Weil dann wird es auch da langweilig werden, weil dann da irgendwelche Spieler spielen, die keiner kennt. Und am Ende wird dann die Champions League wirklich eines der größten Turniere, kompletten Katastrophe, weil keiner mehr irgendeinen Spieler dort kennen wird. Ich hoffe natürlich, dass es so weit nicht kommen wird. Aktuell wechseln halt relativ viele, aber es sind natürlich auch noch viele Namen, generell auch in Europa natürlich. Aber ich hoffe natürlich, dass es am Ende nicht so enden wird, wie ich gerade vermutet habe. Ich hoffe, dass wirklich manche Spieler, wie Modric zum Beispiel, nochmal bei ihrem Verein verlängern oder nochmal irgendwie in dem MLS. Natürlich, MLS gibt es natürlich dann auch keine Champions League oder so, wie zum Beispiel bei Messi. Messi werden wir natürlich dann nächstes Jahr nicht in der Champions League sehen. Aber trotzdem, die MLS ist halt wirklich nicht so voller Geld wie jetzt die saudi-arabische Liga. Deswegen bin ich halt der Meinung, wirklich, saudi-arabische Liga zerstört den Fußballer. Und wenn jetzt schon jüngere Spieler dort hinwechseln, finde ich es wirklich, wirklich eine Katastrophe, dass dann am Ende halt, wie gesagt, die Champions League eventuell zerstört wird oder generell der europäische Fußball komplett zerstört und auseinandergenommen wird. Ja, wie gesagt, ist meine Meinung dazu. Schreibt gerne eure Meinung auch mal zu der saudi-arabischen Liga in die Kommentare. Ja, wie gesagt, ich finde es nicht gut, wie es läuft mit den ganzen Investitionen und sowas. Wie gesagt, ist nur meine Meinung. Schreibt sie aber gerne auch mal von euch in die Kommentare. Ja, dann kommen wir weiter zu einem weiteren traurigen Thema. Und zwar ja auch die U21. Es steht kurz vor dem EM aus in der Gruppenphase. Vor ungefähr 3, 4 Jahren hat Deutschland, also die erste Mannschaft, ja, die EM-Gruppenphase nicht überstanden. Jetzt steht auch die U21 vor dem Aus. Und ja, was die auch da gestern wieder gespielt haben, haben sich auch überrennen lassen von Tschechien. Die haben ja gestern verloren, 2-1 gegen Tschechien. Auch das Spiel gegen Israel war noch relativ gut, muss man tatsächlich sagen. Aber vorgestern gegen Tschechien, das war wirklich eine Katastrophe. Und ja, ich hoffe irgendwie, dass sie sich gegen England nochmal fangen können. Und eventuell spielt Israel am Ende ja auch noch mit, sodass Deutschland eventuell noch als Zweiter weiterkommen kann. Aber was die auch da wieder gespielt haben, finde ich einfach nur traurig, was aktuell wirklich auch im deutschen Fußball los ist. Es ist wirklich eine Katastrophe, was sie dort spielen. Generell die erste Mannschaft, jetzt die U21. Also vielleicht sollten die sich auch mal mehr auf den Fußball konzentrieren und nicht auf sämtliche andere politischen Themen oder so. Ist halt auch hier wieder nur meine Meinung. Schreibt gerne eure dazu auch mal in die Kommentare. Und ja, jetzt gibt es natürlich noch einen weiteren Transfer. News, also auch fast zu 100% bestätigt, und zwar, dass Havertz von Chelsea nach Arsenal wechselt, wie ich ja schon eben so ein bisschen angekündigt habe. Und wenn wirklich jetzt Havertz dorthin wechselt, dann hat Chelsea ja nächstes Jahr wirklich gar nichts mehr vorne drin. Lukaku ist natürlich nicht mehr da. Jetzt ist Havertz nicht mehr da. Also die haben dann wirklich keinen Stürmer mehr, müssen wirklich einige Einkäufe tätigen, damit die überhaupt mal wieder in die Champions League oder generell in den europäischen Fußball kommen, weil dieses Jahr war das ja eine Katastrophe und da hatten die noch Havertz. Und wenn die nächstes Jahr Havertz nicht mehr haben, weil Havertz ist ja eigentlich auch relativ gut, dann finde ich das wirklich sehr, sehr krass. Wirklich, das kann wirklich in einer Katastrophe enden bei Chelsea, weil die Investitionen haben ja auch nicht so gut funktioniert, wie zum Beispiel bei Sterling hat man das ja auch gesehen. Bei Man City war der geisteskrank, bei Chelsea hat er nichts gerissen. Und wenn das wirklich bei anderen Spielern genauso läuft, werden die wirklich am Ende eine katastrophalen Kader dort stehen haben und werden dann auch dort vermutlich dann wieder nicht europäisch spielen können. Ich glaube, Abstieg wird wahrscheinlich keine Thematik werden. Dazu haben die viel zu viele Weltstars. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sie wieder irgendwie 12., 11. oder 10. werden könnten. Ja, dann eine weitere traurigere Nachricht ist, dass Kevin De Bruyne offenbar doch schwerer verletzt ist als gedacht. Er musste ja im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand ausgewechselt werden. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, gute Besserung. Ja.
Ich hoffe natürlich, dass er den Saisonstart mitmachen kann. Aktuell ist es ein bisschen gefährdet, leider. Ja, wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute, gute Besserung. Ja, schreibt gerne eure Meinung auch mal generell zu De Bruyne in die Kommentare, wie ihr den findet. Es ist absolut, meiner Meinung nach ist es ein absoluter Weltstar. Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung dazu auch in die Kommentare. So, dann ein letzterer Transfer-News ist, dass Marcus Thuram von Gladbach ablösefrei nach Inter Mailand wechselt. Kurz war auch mal AC Mailand im Gespräch. Am Ende hat er sich aber doch für Inter Mailand entschieden. Ich wünsche ihm natürlich dort auch alles Gute. Hat bei Gladbach viele gute Leistungen erbracht. Ja, wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute. Und ja, das soll es auch schon wieder heute mit dem Video gewesen sein. Ja, wenn ihr noch Fragen, generell andere Thematiken zu Transfer-News habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Tretet gerne in meinem Discord bei. Link dazu in der Videobeschreibung. Haut rein, Leute. Und damit. Ciao, ciao.